Jetzt in den nächsten Beiträgen soll es aber vorrangig um die Digitalisierung gehen. Und in unserer allerersten Ankündigung hatten wir angekündigt, und da können wir gerne auch noch gerne eine Folie weiterspringen, Herrn Professor Strücker von der Uni Bayreuth. Und Sie sehen, dass heute nicht Herr Professor Strücker bei uns ist. Das tut nicht nur ihm leid, sondern uns auch, insbesondere weil es keine so schönen Hintergründe hat. Herr Strücker musste noch mal kurzfristig ins Krankenhaus. Wir wünschen von hier aus wirklich alles Gute, dass das alles auch so gut wird. Und dafür haben wir aber, das ist auch insofern dann wiederum ein Stück weit Glücksfall für uns, aus dem Umfeld von Herrn Professor Strücker einen exzellenten Experten gewinnen können, Herrn Dr. Weibelzahl, der auch an der Uni Bayreuth im Bereich Wirtschaftsinformatik sich habilitiert und auch gleichzeitig in der Fraunhofer-Gruppe tätig ist als Fachbereichsleiter genau für dieses Thema Digitalisierung und Energiedienstleistungen. Insofern, Herr Dr. Weibelzahl, schön, dass Sie einspringen konnten und jetzt sind wir ganz gespannt auf Ihren Impuls. Prima, lieben Dank, Herr Seefeld. Bevor ich vielleicht inhaltlich loslege, soll ich auch noch ganz liebe Grüße vom Herrn Strücker ausrichten, der nicht nur im Krankenhaus ist, sondern auch noch Geburtstag hatte und im Krankenhaus war. Also doppelt unglücklich. Nichtsdestotrotz ist er auf dem Weg der Besserung und sendet, wie gesagt, ganz, ganz liebe Grüße. Ansonsten, wenn der Kollege vielleicht direkt auf die nächste Folie springt, Martin Weibelzahl, mein Name. Ich will jetzt gar nicht so viel zusätzlich zu meiner Person noch erzählen. Das Einzige, was mir immer wichtig ist, zu sagen, dass unsere ganze Gruppe wirklich Überzeugungstäter ist bei den Themen Digitalisierung und Energiewende. Zwei Themen, die uns, die die Welt bewegen und wo wir nur gemeinsam Dinge auch verändern können. Sie sehen jetzt hier einen Ausschnitt unserer Projekte, auf die ich jetzt auch nicht im Detail eingehen möchte. Metabotschaft, wir sind in verschiedenen Branchen unterwegs, sowohl mit Wissenschafts- als auch Praxispartnern. Wir sind von Gebäuden über Industrieprozessen unterwegs. Wir schauen uns an, was Handwerker tun können, beziehungsweise wie wir Handwerker unterstützen können, aber auch die Politik unterstützen können in dem, was sie denn tut und welche Maßnahmen sie denn die nächsten Jahre fördern möchte, beziehungsweise sieht, und dementsprechend freue ich mich auch insbesondere heute, dass ich einen kleinen Einblick bieten kann, was denn hinter der Digitalisierung stecken könnte in dem Bereich. Gleich vorweg, ich werde hier keine Potenzialabschätzungen präsentieren. Es geht darum, eine Vision aufzuspannen. Es geht darum, Impulse zu setzen und dann gemeinsam in die Diskussion zu gehen. Vielleicht muss ich Sie jetzt auch ganz kurz enttäuschen. Der Herr Seefeld hat gesagt, es geht um die Zukunft, aber trotzdem wollen wir erstmal den Blick nach hinten wagen. Wer die Vergangenheit nicht kennt, tut sich bekanntermaßen mit der Zukunft schwer. Hier 1900. Es geht heute ja, beziehungsweise in meinem Vortrag, um die Frage Innovation, Transformation, Disruption. Und 1900, Sie sehen hier eingekreist ein Auto und der Rest waren entsprechend Pferdekutschen. Und wenn der Kollege jetzt noch einmal weiterklickt, dann sehen Sie da die plakative Warnung, Botschaft, die damals in der Welt rumgegeistert ist. Es wird eine Riesenkrise geben, die sogenannte Pferdemistkrise. Alle großen Städten, Häfen der Welt werden bis 1950 im Pferdemist ersticken und dementsprechend ein Riesenproblem der damaligen Zeit. Und wenn jetzt der Kollege nochmal weiterklickt, entsprechend hat auch die Politik hier in Person des Kaisers Wilhelm II. Dann ganz klar auf das Pferd gesetzt und eben nicht auf das Auto. Das heißt, die Politik hier mit einer klaren Vision, mit einer klaren Zielsetzung, wo denn die Zukunft hingehen soll. Auf der nächsten Folie, wenn wir jetzt einmal weiterklicken, gleiche Straße, ein bisschen anderer Blickwinkel, die Situation in nur 13 Jahren ganz anders. Wir sehen jetzt hier rot eingekreist, nur eine Pferdekutsche und der Rest auf einmal
Autos. Das heißt, die Politik lag falsch, die Medien lagen falsch. Und wenn jetzt noch einmal weitergeklickt wird vom Kollegen, lagen auch führende Industrielle falsch. Daimler wird hier zitiert als, so groß ist der Markt für Automobile nicht, vor allem, weil es an dem Mangel an Chauffeuren liegt. Und wenn wir nochmal einmal weiter klicken, dann sagt der Ford an der Stelle, wenn ich auf die Kundenwünsche der damaligen Zeit gehört hätte, dann hätten die sich schnellere Pferde, aber mit Sicherheit keine Autos gewünscht. Das heißt, hier schon mal die Warnung, nur und ausschließlich auf Kundenbedürfnisse zu setzen, führt im Zweifel auch nicht immer zu einer Transformation, zu einer Disruption. Klar, wir müssen am Kunden dran sein und die Bedürfnisse ernst nehmen, aber manchmal muss man einfach weiterdenken und entsprechend dann Wege einschlagen, die vielleicht auch die Kunden noch gar nicht sehen. Auf der nächsten Folie jetzt noch ein zweites und auch schon letztes Beispiel, 2005 hier die Papstwahl. Sie sehen die Menschen dicht gedrängt, können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, aber insbesondere, wenn wir jetzt auf die einmal weiterklicken, gab es zu einer ähnlichen Zeit dann schon die Aussage, sowas wie das iPhone wird es nie schaffen. Warum habe ich jetzt hier die Papstwahl gebracht? Weil 2013 die nächste Papstwahl war und wenn wir jetzt nochmal weiterklicken, dann sehen die Massen hier schon ganz anders aus. Die Prognose, das iPhone wird es nie schaffen, war völlig falsch. Hier sämtliche Aufnahmen von einem Großteil entsprechend durch iPhones vorgenommen. Das heißt auch da wieder, die Zukunft, die vor uns liegt, die kennt keiner, die Glaskugel hat keiner, aber trotzdem ist nichts kontinuierlicher als der Wandel und entsprechend zu schauen, was sind denn potenzielle disruptive Technologien, wo könnte die Reise hingehen, ist ein wichtiger und richtiger Schritt. Und dementsprechend freue ich mich jetzt in den nächsten Minuten, Ihnen im Bereich Energie so ein bisschen die ein oder andere Vision aufzuspannen, wie die Zukunft denn aussehen könnte, beziehungsweise welche Technologien denn hier aktuell diskutiert werden und auch eine wesentliche Rolle spielen könnten. Konkret in dem Themenfeld, von dem wir heute sprechen, haben wir natürlich sehr, sehr viele Herausforderungen. Über die haben wir auch schon vielseitig diskutiert. Ich habe jetzt hier exemplarisch nochmal 4 Herausforderungen mitgebracht. Das ganze Thema viele kleine Akteure, die auch sehr, sehr viele dezentrale Anlagen haben. Stichwort hinter dem Mieter. Das hat natürlich einerseits die große Chance, Daten zu nutzen, die wir jetzt auch mit modernster Technik erfassen und verarbeiten können. Nichtsdestotrotz ist es auch erstmal eine Aufgabe, die wir angehen müssen, verbunden mit der Frage, und das sehen Sie oben rechts abgebildet, was sind denn überhaupt die Anforderungen an die Datennutzung, genauso an die Sicherheitsanforderungen, die natürlich für viele, viele Firmen extrem wichtig sind, gerade wenn es um Daten von Kernprozessen geht, dann darf da natürlich nichts in falsche Hände geraten, sage ich jetzt mal, und auch nichts missbraucht werden. Wir haben unten links dann insgesamt das Thema, wir stecken in einer großen Transformation und in dieser Transformation entstehen auch ganz neue Rollen, ganz neue Akteure, Stichwort Prosumenten, die es in der Form einfach in der traditionellen Energielandschaft nicht gab. Die gilt es zu aktivieren, zu integrieren, entsprechend dann auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und nutzbar zu machen. Und zu guter Letzt hier nochmal unten angerissen die Geschichte, dass wir aufgrund dieser Vielzahl an Akteuren auf verschiedensten Seiten des Marktes natürlich auch eine Vielzahl von Angeboten haben, auch von Energiedienstleistungen. Und die Frage ist, wie kriegt man denn diese vielen individuellen Anwendungen, die natürlich dann in vielen Fällen dann auch mit Kosten verbunden sind, wenn man sie auf den nächsten Kunden dann konkret anwenden möchte, wie kriegt man eine Art Standardisierung hin, wie kriegt man die entsprechenden Kosten für die Dienstleistung auch von kleinen Nachfragern der Dienstleistung nach unten. Das sind Fragen, die mich da auch bewegen. Und da muss man eben dann die Perspektive der Digitalisierung drauflegen und versuchen zu verstehen, dass gewisse digitale Technologien hier wirklich disruptiv wirken können und da entsprechend auch die Chance birken, derartige hier exemplarisch aufgelistete Herausforderungen anzugehen und zu meistern. Wenn wir jetzt einmal weiterklicken, ich habe jetzt viel von Technologien gesprochen. Welche sind es denn genau? Auch hier keine abschließende Liste.
Ich glaube, was extrem derzeit viel diskutiert wird, ist das ganze Thema künstliche Intelligenz, Machine Learning. Wie können wir Daten nicht nur sammeln, sondern nutzbar machen? Wie können wir daraus Wissen generieren? Wie können wir aus dem Wissen dann entsprechend dann auch automatisiert steuern und Prozesse effizienter, flexibler machen? Hier spielen dann auch Entwicklungen wie die digitalen Zwillinge natürlich eine Rolle. Wir sind in der Lage, physische und nicht physische Objekte digital abzubilden, entsprechend das Verhalten zu simulieren, Vorhersagen zu machen, auch Geschäftsmodelle dann virtuell zu evaluieren. Das alles wird natürlich unterstützt von dem Internet der Dinge, IoT, also die Vernetzung über das Internet, Echtzeitsteuerung von Geräten. All das birgt natürlich riesige Potenziale, verbunden mit dem Thema digitale Identitäten. Maschinen können sich digital ausweisen, zertifizieren, entsprechend dann auch automatisiert Verträge abschließen. Und das Letzte, was ich jetzt hier noch exemplarisch nennen will, ist die Blockchain, die mit Sicherheit einer der Begriffe ist, die neben künstlicher Intelligenz derzeit extrem viel diskutiert wird. Und hier eben die Wertversprechen der Dezentralität, der Unveränderbarkeit, der Vertrauensbasis, verbunden mit den sogenannten Smart Contracts, also der Möglichkeit, automatisiert für festgeschriebene Vertragssituationen dann auch Aktionen ausführen zu können, also Geschäfte automatisiert durchzuführen. Das hat natürlich extreme Potenziale, dann auch Transaktionskosten zu setzen, dezentrale kleine Anlagen zu aktivieren und integrieren. Und summa summarum, was ich an der Stelle nochmal betonen will, die beste Technologie nützt natürlich nichts, wenn Geschäftsmodelle fehlen, beziehungsweise das Ganze sich nicht rechnet. Das heißt, das Ganze muss immer flankiert werden durch zukunftsgerichtete Geschäftsmodelle, die dann auch einen Kundennutzen stiften. Und dementsprechend, die Technologie allein bringt nichts. Das Ganze muss natürlich auch zielgerichtet dann implementiert werden. Wenn wir jetzt einmal auf die nächste Folie springen, ein weiteres Konstrukt, nenne ich es jetzt mal, ein IT-System, eine IT-Struktur, die auch oft diskutiert wird, ist das der Plattform, über die verschiedene Dienstleistungen gebündelt, angeboten, vermittelt werden. Jeder kennt mit Sicherheit diverse Plattformen, auch im Energiebereich gibt es schon die ein oder andere Plattform, beispielsweise zur Frage oder zur Aufgabe der lokalen Energiesynchronisation. Da sind wir auch aktiv an einem relativ großen Projekt beteiligt, wo in der Modellregion in Augsburg ein regionaler Markt entstehen soll, beziehungsweise derzeit getestet wird. Es werden entsprechend aber auch in Quartieren Überlegungen angestellt. Und was an der Stelle wichtig ist, bei derartigen Plattformen ist auch wieder das Thema Standardisierung wichtig, über das eben dann auch eine große Anzahl an Akteuren erreicht werden kann. Sie finden dann rechts auch den Begriff Value Co-Creation. Durch eine Standardisierung ist es dann auch möglich, dass verschiedene Anbieter gemeinsam einen zusätzlichen Kundennutzen generieren, dass sie eben miteinander sozusagen sprechen und dann gemeinsam synergetische Dienstleistungen anbieten. Und da bieten insgesamt Plattformlösungen halt die Möglichkeit, oftmals auch in Form von Vermittlungsplattformen, dass eben durch eine Diversifikation und diese Value Co-Creation dann wirklich auch ein Mehrwert geschaffen werden kann, insbesondere auch für kleinere Akteure, Stichwort Transaktionssenkung durch eine entsprechende Standardisierung und der Erreichung von einer breiten Masse und dementsprechend auch hier wieder die Botschaft, die ich gerade schon gebracht habe. Derartige Konstrukte haben die Möglichkeit, Dinge zu verändern, aber auch hier wieder nur, wenn Geschäftsmodelle erschlossen werden und das Ganze für Firmen, für Anbieter von Dienstleistungen auch profitabel ist. Wenn wir jetzt noch einmal weiterklicken, dann hat man jetzt irgendwie das Thema, wir haben digitale Technologien, die können irgendwie viel, die müssen profitabel sein, es müssen Geschäftsmodelle entwickelt werden. Der Herr Seefeld hat aber gerade im Intro auch schon die Politik genannt. Und die Politik ist natürlich in diesem Spiel auch extrem wichtig. Die muss die Rahmenbedingungen setzen, dass überhaupt Geschäftsmodelle entstehen können und nicht verhindert werden. Hier ist aus meiner Sicht extrem wichtig, dass wir in einer vermaschten Welt, wo auch europäische Gesetzgebung immer wichtiger wird, wo in Brüssel extrem viel auch an nationalen Vorgaben
gemacht wird, dass in dieser komplexen rechtlichen Welt dann wirklich die richtigen Signale gesetzt werden, dass Komplexität auf Seiten der Gesetzgebung reduziert wird und eine klare langfristige Vision gesetzt wird. Dass das Thema die richtige Politik wichtig ist, hat, denke ich, die Folie mit Kaiser Wilhelm II. Gezeigt, der irgendwie völlig falsch lag mit seiner Prognose und mobilitätsmäßig komplett daneben gegriffen hat. Deswegen die Politik an der Stelle als weiter wichtiger Akteur, der eben langfristig die richtigen Signale setzen muss, dass Technologien an den richtigen Stellen mit den richtigen Geschäftsmodellen entstehen können und dann auch einen Nutzen stiften können und so Digitalisierung und die Energiewende zusammenfinden können. Vielleicht abschließend dann noch ein Ausblick, der auf der nächsten Folie jetzt nochmal kurz angerissen wird. Heute haben wir natürlich logisch viel über Effizienz geredet. Ein Thema, auf das ich persönlich nochmal hinweisen will, ist das Thema Flexibilität. Sie finden hier exemplarisch abgebildet 2 Tage im Dezember, in dem in Rot, diese rote Linie ist der Stromverbrauch für Deutschland und dann gestapelt in verschiedenen Farben die Stromproduktion. Und da stellen Sie fest, in einigen Stunden ist der Stromverbrauch höher als die entsprechende nationale Erzeugung. In anderen Zeitperioden haben wir Überschussstrom. Das heißt, wir haben insbesondere mit einem steigenden Anteil volatiler Erzeugung von PV und Wind das Thema, dass wir die Erzeugungsseite nur noch bedingt steuern können und aus dem Grund der intertemporale Ausgleich immer wichtiger wird, sprich das ganze Thema zeitliche Flexibilität auf der Stromnachfrageseite, aber auch auf anderen Akteursebenen wie der Angebotsseite oder der Speicherseite natürlich an Bedeutung gewinnt. Und deswegen wollte ich da zum Schluss nochmal so als Ausblick bringen, Effizienz extrem wichtig, ein Thema, das wir auf jeden Fall weiter angehen müssen, auch hier technologische Möglichkeiten schaffen müssen. Komplementär ist aus meiner Sicht aber auch das Thema Flexibilität wichtig und wird weiter an Bedeutung gewinnen. Und damit möchte ich schließen, ja. Ich habe jetzt nicht beantwortet, was die Digitalisierung denn de facto bringt, sondern mein Anliegen war, nochmal zu betonen, es ist wichtig, sich mit der Veränderung auseinanderzusetzen. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass Innovationen und Disruptionen oftmals auch nicht vorhersehbar ist. Ja, also keiner weiß, welche der genannten Technologien dann jetzt wirklich die Welt verändern wird. Aber es ist extrem wichtig, sich dem Wandlungsprozess nicht zu verweigern. Und dementsprechend bin ich gespannt, nicht nur auf die Diskussion, sondern auch auf die nächsten Jahre und freue mich da, auch im Kleinen einen Beitrag liefern zu können. Und damit würde ich an Sie, Herr Seefeld, wieder zurückgeben. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Weibelzahl. Ja, das ist in der Tat wirklich auch eine spannende Frage. Gerade wenn Sie uns jetzt als Prognostiker mit Themen wie Disruption konfrontieren, dann ist es ja auch ein Thema, womit wir uns zugegebenermaßen auch nicht leicht tun, weil wir können vieles vorhersehen, eben aber Disruptionen können wir eben nicht vorhersehen. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit das Wesen der Disruption. Umso spannender das Thema, bevor sich oder während sich jetzt Herr Gnanaseka als unser erster Pitch warm läuft, würde ich gerne doch noch 2 Fragen loswerden, Herr Weibelzahl. Insbesondere, weil ich das auch ganz spannend finde, die Frage, Sie deuteten das an, Blockchain ist nicht nur am Horizont, sondern schon in der Welt. Also und natürlich ist man jetzt eben als Normalverbraucher eher geneigt, dann so ein bisschen skeptisch drauf zu gucken und sagen, man guckt zwar gerne auf irgendwelche steigende Kurse von Bitcoins und bedauert dann, dass man selber keine hat. Aber die Frage ist doch tatsächlich für uns Thema Energiedienstleistungsmärkte. Wie können wir uns da die Verheißungen vorstellen? Heißt es, dass dann die Dienstleistungen künftig immer kleiner und immer standardisierter werden und letzten Endes kann die Blockchain vielleicht auch diese eine große Challenge für Energiedienstleistungen lösen, nämlich dass sie teilweise extrem erklärungsbedürftige Produkte einfacher macht und erklärt?
Also ich glaube, Blockchain, ich habe es ja selber gesagt im kurzen Vortrag, ein Thema, das extrem gehypt wird und das vielleicht gleich mal vorweg, nur weil diverse Projekte auch im Blockchain-Kontext entstehen, heißt noch lange nicht, dass jeder Use Case auch wirklich Sinn ergibt und nachhaltig ist aus meiner Sicht. Aber neben dem Thema Dezentralität und Vertrauen, also das vielleicht nochmal vorweg, also der Frage, wann gibt es denn überhaupt eine zentrale Lösung und wann müssen Akteure zusammenkommen und wann ist es wichtig, dass eine dezentrale Einheit dann dieses Zusammenkommen ermöglicht auf einer Vertrauensbasis. Das ist ja der erste Vorteil der Blockchain, dass ich keine zentrale Instanz brauche. Ich brauche kein BMW, der irgendwie eine Plattform initiiert, auf den dann alle anderen Automobilhersteller oder wie auch immer dann zugreifen, sondern ich habe da eine dezentrale Struktur, wo jeder sozusagen gleichberechtigt dann zugreifen und die nutzen kann. Stichwort 1 und Stichwort 2 dann aber auch das Thema Smart Contracts, das aus meiner Sicht extrem wichtig ist. Also der Transaktionskostensenkung dadurch, dass standardisierte Verträge automatisiert durchgeführt werden können. Das ist zum Beispiel der Kauf von irgendwie Strom, können aber auch andere Dinge sein. Wenn X erfüllt ist, dann führe Y aus. Das führt natürlich in der Tat dazu, dass man standardisiert dann auch in der großen Fläche automatisiert Dinge tun kann. Und das sind aus meiner Sicht so die zwei großen Vorteile, die in dem Bereich zu erwarten sind und die ich als extrem wert- und sinnstiftend erachte. Setzt natürlich voraus die Erklärbarkeit, dass die Leute das auch entsprechend verstehen, was die verschiedenen Contracts dann wirklich leisten. Aber ich glaube, das muss man flankierend einfach immer tun, dass man über Verständnis dann auch eine Akzeptanz schafft. Aber ich denke, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Vielen Dank dafür, diese Einschätzung. Vielleicht noch der letzte Punkt. Das lässt sich vielleicht auch kurz beantworten. Sie hatten das schon angedeutet. Stichwort Rahmenbedingungen müssen sich ändern. Können Sie uns da vielleicht noch ein, zwei Beispiele geben, was konkret müsste sich ändern? Also ich habe neulich mit einem Kollegen geredet, der die Smart Meter Gateways als, wie er das bezeichnet, Panzer, die nicht fahren können, bezeichnet hat. Also das ganze Thema, wie können denn Daten, die bei mir lokal entstehen, an den Dritten weitergegeben werden, ohne diesen nicht rollenden Panzer passieren zu müssen, wo extrem viel eben rechtlich noch unklar ist. Das ist eine extrem große Baustelle und dann grundsätzlich die Frage, auch wieder beim Stromhandel. Großhandel ist ja derzeit, wie wir alle wissen, auf einer Kupferplatte, sprich einer Einheitspreiszone. Das führt natürlich dazu, dass die ganzen Anreizsysteme für den ganzen dezentralen, feingranulareren, regionalen Ansatz, Einsatz von verschiedenen Technologien de facto nicht genutzt wird, ja, also und dementsprechend die Rahmen, die da insgesamt gesetzt werden, Stichwort Handelsregeln, wo ja auch die Politik flankierend immer auch Rahmenbedingungen setzt, da ist aus meiner Sicht extrem viel noch zu tun, weil ansonsten die Potenziale der Technologien einfach nicht nutzbar sind und dementsprechend sich auch keine Geschäftsmodelle weiterentwickeln können. Ja, herzlichen Dank auch für die Einschätzung. Stichwort Datenschutz. Ich meine, da sprechen Sie uns natürlich jetzt als Marktbeobachter. Da sind wir durchaus ein Stück weit auf Ihrer Seite zu sagen, hey, könnte man nicht noch viel mehr machen? Aber natürlich wiederum uns persönlich als Bürger ist es natürlich auch ein Thema, was es ja trotz allem wichtig ist und interessant, wo da möglicherweise da die richtige Balance tatsächlich zu finden ist, auf jeden Fall eine spannende Frage, die uns in Zukunft noch weiter beschäftigen sollte, auch ganz intensiv. Absolut, absolut. Vielen Dank, Herr Weibelzahl. Aber wir kommen gerne später nochmal auf Sie sehr zurück. Gerne. Sie bleiben in der Runde und weil wir jetzt auf jeden Fall die Chance nutzen wollen, wir haben drei spannende Unternehmen eingeladen. Und zwar an erster Stelle steht Energenius, nur damit ich jetzt auch schon die Kolleginnen und Kollegen vorwarne, danach Willby und als dritten Pitch haben wir dann den Kollegen von Mondas. Also, Herr Gnanaseka, Sie haben sich, glaube ich, jetzt und hoffentlich warm gelaufen. Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir Ihnen allen 5 Minuten einräumen, Ihr Unternehmen, Ihre Geschäftsidee vorzustellen,
Kurze Frage erstmal an Herrn Kleiner-Seka, der sich hier im Übrigen auch, wenn ich richtig informiert bin, ganz aus der Nähe einwählt. Eigentlich ist Energenius ein Startup, was hier aus dem Kontext der TU Berlin, aus dem weiteren Umfeld der TU Berlin entstanden ist und jetzt, glaube ich, am EUREF Campus agiert. Herr Gnana-Seka, sind Sie bereit? Ja, ich bin hier. Hören Sie mich hören? Ja, wir können Sie gut hören. Und ansonsten würden wir dann einfach mal sagen, die Zeit läuft. Dankeschön, dann fangen wir an mit der ersten Folie. Hallo, mein Name ist Rohit und wir sind Energenius, ein Startup-Spin-off von TU Berlin und HTW Berlin. Seit 2018 sind wir im Berliner Energiemarkt aktiv. Im Juni 2020 erhalten wir das Exist-Gründerstipendium von BMWE. Und im Dezember haben wir unsere erste Alpha-Version eingeführt. Wir bei Energenius helfen unseren Kunden, die optimale Investitionsentscheidung für neue Energieprojekte zu treffen, in dieser Machbarkeitsanalyse durchführen, bei denen wir versuchen, das Energiesystem sowohl für technische als auch für finanzielle Parameter zu optimieren. Nächste Folie bitte. Unsere Großkunden wie Stadtwerke und Energieinfrastrukturentwickler haben begrenzte Budget und die richtige Investitionsentscheidung könnten viel in Bezug auf Intervention Redemption und Investitionsaufwendungen bedeuten. Derzeit werden ihre Energiesysteme jedoch von Domain-Experten geplant, die oft nicht die Möglichkeit prüfen, die verschiedenen Energiebereiche mit anderen zu verknüpfen und mathematisch zu optimieren, bevor sie zu einem Budget kommen. Dies führt zu einer teuren Infrastruktur, dass sie nicht bei Preis- und Lastschwankungen flexibel und gewinnbringend arbeiten kann. Letzte Folie. Wir schließen die Lücke, indem wir ein Webtool für die Energiesystemplanung und finanzielle Optimierung entwickelt, das zu einer resistenten, flexibel und zukunftsfreundlichen Lösung kommt. Unsere Algorithmen und unser Team sind in der Lage, alle Energiebereiche zu planen, während sie die verschiedenen Möglichkeiten und Grenzen der Installation und der betriebsneuere Energiesystem genauer unterstützen. In der nächsten Folie, der Endverbraucher profitiert von enormer Kosteneinsparung bei Investitionen und Betriebskosten. Wir sind in der Lage, die Energiekosten drastisch zwischen 40% und 60% zu senken und auch Energie-Selbstsuffizient-Index der Projekte zu erhöhen. In der nächsten Folie, der Grund, warum wir uns auf diesen Bereich konzentrieren, ist, dass der Markt für Energiesystemplanung-Tool und Dienstleistungen alleine sind 3,6 Milliarden Euro betragt und es nur wenigste aktuell auf dem Markt gibt, die entweder diversifizieren können und ein besseres Tool zu bauen oder etwas von Grund auf eine neue zu bauen. Die nächste Folie. Im Dezember 2020 haben wir unsere Alpha-Version auf den Markt gebracht, die kritisch und positiv Rückmeldung auf dem Branche erhielt. Wir arbeiten schnell dran, die Dinge in der Beta-Version zu verbessern. Das ist revolutionär. Wir haben der Branche gezeigt, wie einfach und möglich es für alle Stadtwerke ist, Planungsprozesse und Workflows digital zu gestalten. Die nächste Folie. Wir verkaufen Software-as-Service-Lösungen, die sich auf zwei Benutzerbasen, Energieplaner und Energiemanager, konzentrieren. Unsere Hauptkunden sind Stadtwerke und Energieversorger. In diesen Segmenten besteht aufgrund der schleppenden Entwicklung in der Vergangenheit ein starker Bedarf an digitalen Lösungen. Auch heute noch verwenden viele Dienstprogramme Excel-Platten,
um Projekte zu planen. Und Sektorkopplung ist nicht ein Gesprächspunkt. Der nächste Folie. Derzeit testen wir unsere Lösungen mit dem Energiezentrum Gotland, der schwedischen Energieagentur und Stadtwerke Hasfurt, die wir von Internationale Agentur für Erneuerbare Energie als Europas innovatives Stadtwerke eingeführt wird. Deutschland ist schon ein bisschen schwieriges für den Markteintritt, aber wir sind positiv. Die nächste Folie, das ist unser schönes Team. Wir sind klein, aber effektiv und wir sind auf Suche nach mehreren Pilotprojekten und Investitionen. In die letzte Folie, ich muss sagen, wenn Sie sich für Energie interessieren, kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen, das Großganze zu sehen und unterstützen Sie auch beim Bauen des besten Energiesystems zu dem günstigen Kosten. Dankeschön. Danke Ihnen, Herr Gnanaseka, Rohit. Vielen Dank für diese Einblicke, den kurzen Ritt über das Portfolio bzw. das Angebot von Energenius. Ich komme nachher auch gerne nochmal mit ein paar Fragen darauf zurück. Ich glaube, wir machen das erstmal so, dass wir dann auch die anderen Kolleginnen und Kollegen hören. Soweit erstmal Energenius. An zweiter Stelle haben wir hier dann Willoughby einladen können, die, glaube ich, auch gerne reagiert haben. Ich glaube, heute, Frau Ruhl, haben wir Sie in der Leitung. Wir hatten Sie auch schon häufiger in Veranstaltungen. Freut uns, dass Sie heute dabei sein können und Willoughby Energy vorstellen können. Sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit. Vielen Dank. Prima. Wunderbar. Ja, mein Name ist Tatjana Ruhl. Ich komme von der Willoughby Energy. Wir sind in einem ganz anderen Bereich unterwegs. Wir bieten Energiedienstleistungen für das produzierende Gewerbe an. Gehen Sie ruhig gleich auf die nächste Folie. Wir gehören zu einer größeren Kapitalgruppe und zwar zu einem sehr erfolgreichen polnischen Unternehmen und sind seit 2019 noch auf dem deutschen Markt aktiv. Das sind wir in der Mitte mit Willoughby Energy. DB Energy ist das Mutterunternehmen. Und da gibt es noch ein weiteres und Tochterunternehmen, das speziell für Messdienstleistungen und auch die passenden Geräte zuständig ist. Und aus dem Bereich möchte ich Ihnen heute etwas vorstellen, nämlich ein Tool zur Predictive Maintenance. Gerne weiter, die nächste Folie. Aber einmal kurz, in welche Kette von Dienstleistungen sich das bei uns einfügt. Also Sie sehen hier, wir können im Prinzip das ganze Portfolio bedienen, von den Audits über Konzepte zur Umsetzung, Finanzierung, die Umsetzung selbst und zum Schluss das Monitoring. Und aus diesem letzten Punkt für das Monitoring, da möchte ich Ihnen ein Tool vorstellen. Bitte nächste Folie. Ja, ich glaube, das ist, da würde ich gerne springen und einfach auch der fortgeschrittenen Zeit etwas entgegenkommen. Sie kennen mit Sicherheit die Potenziale in den verschiedenen energieintensiven Sektoren. Gehen Sie ruhig gleich noch eine Folie weiter. Das ist ein grober Überblick über unsere Kunden, unserer Gruppe. Genau, da wollte ich eigentlich landen. Perfekt. Das ist das Tool, das ich Ihnen vorstellen möchte. Das kann man einerseits anfassen, andererseits steht viel Digitales dahinter. Was Sie da sehen, ist das Messgerät. Das gibt es schon ein bisschen länger. Damit kann man elektronische Fehler in Motoren, also in Antrieben, finden. Und dann gab es die Idee, dass man diese Daten aus den Geräten auch groß auswerten kann, und zwar mit Hilfe von Machine Learning Technologie. Gehen Sie bitte auf die nächste Folie. Also dahinter steht wirklich eine Machine Learning Lösung, in der alle Daten aus diesen dann fest verbauten Messgeräten landen. Und damit kann man den Energieverbrauch von Antrieben in der Industrie besser steuern. Also es ist so, dass Antriebe in der Industrie für ungefähr 70% des gesamten Energieverbrauchs zuständig sind. Nun kann ich natürlich darauf Einfluss nehmen, indem ich mir von vornherein ein besonders gutes
Gerät, einen guten Motor hinstelle. Aber das ist wie wenn Sie sich ein teures Rennrad kaufen, wenn die Bremse nicht eingestellt ist und die ganze Zeit überschleift, dann nutzt Ihnen das überhaupt nichts, dass das Rennrad nichts wiegt. Und genauso ist das bei den Antrieben in der Industrie. Wenn die nicht innerhalb perfekter Parameter funktionieren, dann verbrauchen sie zu viel Energie. Und da setzt eben diese Lösung an. Und um diese perfekten Parameter zu finden und um zu schauen, ob der Motor in diesem Bereich unterwegs ist, dafür gibt es eben diese Lösung, diese Machine Learning-Lösung dahinter, die eben genau abgleicht mit der Datenbank, ob sich dieser Motor jetzt perfekt verhält oder ob irgendwelche Fehler dahinter sind. Genau, so funktioniert das. Und das Ganze ist ein EU-Forschungsprojekt und befindet sich im Moment in der Beta-Testing-Phase. Das heißt, es funktioniert schon, aber eben nicht perfekt. Sie sind ganz herzlich dazu aufgerufen, sich bei uns zu melden, wenn Sie da gerne noch teilnehmen möchten. Wir brauchen dafür relativ große Antriebe, also mit 400 bis 690 Volt, größer 90 kW. Und wir würden die Geräte dafür für ein Jahr kostenlos zur Verfügung stellen, um eben unsere Datenbank noch ein bisschen zu füttern und noch ein bisschen perfekter zu machen. Ja, das war's von meiner Seite. Und freue mich gerne auf Ihr Feedback. Super, vielen Dank. Bin ich jetzt wieder online? Die Stimmschaltung ist jetzt raus. Herzlichen Dank, Frau Ruhl. Spätestens bei dem Beispiel mit dem Rennrad haben Sie mich überzeugt. Das ist natürlich ein Punkt, der uns täglich beschäftigt. Und danke für Ihre Einschätzung bzw. auch jetzt Ihre Präsentation dazu. Auch hier gilt, Fragen an Frau Ruhl schon gerne direkt im Chat. Da kommen wir dann gleich in der Abschlussrunde drauf zurück. Last not least, hatte ich schon angekündigt, haben wir als drittes im Bunde die Firma Mondas aus dem schönen Südwesten jetzt zugeschaltet, wenn ich richtig informiert bin. Herr Börner, sind Sie schon in der Leitung und sind Sie schon warm? Absolut, ja, hallo. Ich hoffe, das mag auch an den Temperaturen liegen im Südwesten, die heute offenbar schon deutlich höher sind als die bei uns im Nordosten. Also insofern haben Sie einen Wettbewerbsvorteil. Dann nutzen Sie den bitte. 5 Minuten für Sie, Herr Börner. Ja, danke schön. Viele Grüße aus dem Südwesten. Hier ist der Schnee schon weggeschmolzen. Wir müssen dann immer in den Schwarzwald hoch, wenn wir welchen haben wollen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es total spannend, die Veranstaltung, auch die Ergebnisse und insbesondere jetzt gerade auch die Pitches von den anderen beiden Kollegen. Wir machen im Prinzip ein bisschen was Ähnliches wie Wilby, auch Datenanalyse und versuchen Energieeffizienz durch Datenanalyse mit unserer IoT-Plattform zu erreichen, haben aber etwas einen anderen Schwerpunkt. Wir sind da jetzt weniger in der Industrie, in der Produktion unterwegs, sondern wir haben uns spezialisiert auf die Visualisierung und Analyse von technischen Daten, eben von Energie- und Versorgungsanlagen. Unser Hintergrund ist, wir kommen aus dem Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. Und da ist es einfach so, dass wir im Energiesektor immer mehr mit vernetzt arbeitenden Systemen zu tun haben, also Wärmenetze zum Beispiel oder Stromnetze oder dezentral verteilten Energieanlagen, wo es einfach nicht mehr so ist, dass man ein Großkraftwerk hat, das man in einer Leitstelle überwacht, sondern man hat einfach die Herausforderung, diese Einzelkomponenten, die zusammenspielen müssen, effizient überwachen zu können. Und da bietet sich einfach diese Digitalisierung an, dass man auf einer IoT-Plattform die Daten zusammenführt und dort eben zentral auswertet. Das können wir gerade mal auf die nächste Folie. Wie machen wir das? Also wir holen die Daten von den Anlagen auf eine Cloud-Plattform und haben dann einerseits ein Tool, was das auf einem Webbrowser Frontend visualisiert. Das Ganze kann aber natürlich auch an andere Systeme angeschlossen werden und dann zur Regelung zum Beispiel auch genutzt werden oder in ein Ticketsystem eingespeist werden.
Und da machen wir dann regelbasierte automatische Auswertungen von Anlagendaten und können so eben Performance-Monitoring machen von dezentral autark arbeitenden Anlagen. Da arbeiten wir in Richtung Predictive Maintenance, dass man eben nicht mehr regelmäßige Wartungszyklen hat, sondern gezielt und priorisiert an einzelne Anlagen rangehen kann. Gerade in Netzwerken machen wir eben da auch Energie- und Lastmanagement mit dieser Analyse. Das Ganze für Energieanlagen, für Wärme, Stromnetze, aber auch für insbesondere auch für Gebäudetechnik, Gebäudeversorgungstechnik. Und da sind eben dann unsere Kunden, Contractors, Energieversorgungsunternehmen und so weiter. Wenn wir auf die nächste Folie gerade gucken, da geht es dann eben um die Optimierung einerseits von der Energieproduktionsmenge von den einzelnen Anlagen, auch durch Reduzierung von den Ausfällen. Dann Energieeffizienz natürlich bei unseren Kunden, vor allem um die Wirtschaftlichkeit, auch um die Vermeidung von Wartungskosten und so weiter. Man kann Quervergleiche machen mit verschiedenen Anlagen und CO2-Bilanzen erstellen. Und dann haben wir gerade mal noch eine Übersicht über so ein paar Pilotprojekte und Referenzprojekte, die wir haben. Wir haben hier mit der Badenova, das ist unser Energieversorgungsunternehmen in Freiburg. Da gibt es zwei Projekte, einmal ein Nahwärmenetz, das wir überwachen, wo 40 Mehrfamilienhäuser angeschlossen sind und auf jedem ist dann noch ein solarthermische Anlage drauf und da wird eben intelligent auch die Wärme zwischen den einzelnen Verbrauchern verteilt oder ein Lastmanagementprojekt mit Industrieabwärme, wo die Messe und das Fußballstadion versorgt wird. Dann machen wir technisches Gebäudemonitoring, insbesondere mit den Bau- und Liegenschaftsbetrieben Nordrhein-Westfalen. Die haben mehrere tausend Gebäude, öffentliche Gebäude, wo es einfach ein riesen Einsparpotenzial gibt, gerade im Bereich Energieverbrauch. Und die Firma Polen Solar als letztes noch, die haben etwa 2000 dezentral verteilte PV-Anlagen auf Flachdächern. Und da wollen die natürlich auch gezielt dorthin gehen, wo einzelne Wechselrichter vielleicht mal ein Problem haben. Und das können sie eben auf unserer Datenplattform dann zentral sehen. So, ich hoffe, ich habe da einen kleinen Überblick, Scope von unseren Anwendungen gegeben. Wenn Sie Fragen haben, können wir gleich diskutieren oder auf mich zukommen. Wenn Sie Projektideen haben, wir sind immer offen. Vielen Dank. Wunderbar, vielen Dank. Beste Grüße nach Freiburg. Sie bleiben noch in der Leitung, bitte, Herr Börner. Klar. Weil genau das wollen wir natürlich jetzt auch tun. Wir wollen natürlich auch noch mal ein paar Fragen an Sie und Ihre Kollegen stellen. Also es hat auch durchaus schon im Chat zu einer Resonanz geführt. Besonders gefreut habe ich mich da, dass es schon irgendwie um eine ganz konkrete Anbahnung ging, einer möglichen Zusammenarbeit zwischen der Sächsischen Energieagentur und Energenius. Also viel Glück dabei und dafür. Und, aber wir kommen sicherlich auch noch mal auf ein paar besondere Punkte zurück. Was uns natürlich am Herzen liegt heute und was uns natürlich auch gerade, was wir auch von dem Impulsvortrag von Herrn Weibezahl mitgenommen haben, ist das Thema Digitalisierung. Sie alle nutzen die Digitalisierung in unterschiedlicher Art und Weise. Ich habe also da ganz spannende Stichworte mitgenommen. Ich verrate jetzt keine, weil wir zunächst mal Sie, also sprich unser Auditorium, an dieser Stelle gerne fragen würden, wo Sie eigentlich die Verheißungen und Mehrwerte der, der Digitalisierung für die Energiedienstleistungen sehen. Und also bitte erstmal eine Folie weiterklicken und dann hätten wir meines Erachtens auch genau die Umfrage, die mir jetzt hier vorschwebt. Genau, Dankeschön. Also erstmal die Frage ins Publikum. Wo bietet Ihrer Einschätzung nach die Digitalisierung die entscheidenden Mehrwerte für innovative Energiedienstleistungen? Wir haben Ihnen hier mehrere Antwortmöglichkeiten gegeben und ja,
Sie können auch mehrere tatsächlich nutzen und sich entsprechend entscheiden, aber lesen Sie ruhig erstmal von oben nach unten alles durch. Wir bekommen hier tatsächlich schon so ein erstes Bild, einen ersten Eindruck. Genau, also tatsächlich schiebt sich hier ein Thema nach vorne, das Thema Energieeinsparung, was hier an erster Stelle bewertet wird bei nach jetzt immerhin schon 30 Rückmeldungen. Malik und Silvia, lasst ruhig mal gerne dieses Bild noch ein Stück weit eingeblendet, weil das würde ich tatsächlich auch gerne nochmal jetzt auch die Runde fragen, bevor wir dann eben ganz konkrete Fragen auch nochmal aus dem Chat aufgreifen. In der Tat sehen wir hier, dass zumindest im Publikum die Digitalisierung als eine ganz besondere Verheißung für die Energieeinsparung gesehen wird. Und trotzdem hatte ich jetzt ein Stück weit den Eindruck an vielen Stellen, das will ich jetzt mal zumindest an Energenius und auch an Mondas richten, sind sie doch noch sehr stark auf der Versorgungsseite unterwegs. Das heißt, sprich, sie kümmern sich um die Integration, Einbindung von Anlagen der Energieversorgung. Und deswegen auch vorrangig erstmal die Frage an Herrn Gnanaseka und dann auch an Herrn Börner, wie weit Sie das Thema auf der Nachfrageseite unterwegs sind und welche Verheißungen oder welche Potenziale Sie auf der Nachfrageseite sehen. Herr Weibelzeit kann sich auch schon gerne warm laufen mal mit dieser Frage und Frau Ruhl nehmen wir natürlich auch gerne mit rein, aber erstmal bitte Herr Gnanaseka und Herr Börner, bitte. Ich will gerne deine Fragen antworten, aber das ist besser, wenn Sie nochmal deine Frage auf Englisch teilen. Ich habe kein Problem mit den technischen Worten auf Deutsch. Ich bin Anfänger mit Englisch. No problem. No, I just will repeat it, Rohit. So my question was, my perception was that especially Energenius is still very clearly on the supply side of the energy system. So you're talking about integrating PV, solar, maybe CHP plants, just to get to achieve the optimal integration in the grid. So what is the case in energy savings? Is it really included in your business case, or is it more just of optimization of energy supply side systems? So it is not only the optimization of the energy supply. At the end of the planning, what we do is we apply different operating strategies on the designed system and try to simulate it for the next 10 to 15 years, depending on the life cycle of the project. And we advise on how exactly to operate the entire energy system. Or say, for example, for the heating, you operate like this for the next 1 year, 10 year, 15 year, and for like the electricity grid, you can operate it like this, which basically gives a 20 to 25% potential savings on the operating costs itself. And we also advise on when exactly to basically do the replacement. Energenius also provides one more solution for the energy managers, where we have our analytics engines. We use the field data to basically analyze the information, and we give them some suggestions to how to exactly operate on a very interactive basis in the operating phase. So even then, it is very good if the customer plans the solution with us and also takes our services in the operating phase, so that we have both the intelligence to
to basically arrive at the best solution. Mm-hmm. So we do kind of both. The only thing that we don't do is we don't build the system. Okay, so that's understood. Thank you, Wright, for your answer. And dann will ich gerne auch noch mal an Herrn Börner überleiten. Ja. Ist meine These richtig, dass Sie da mehr auf der Supply-Side unterwegs sind? Das ist richtig, weil das ist definitiv so. Wir haben da auch eher die Erfahrung, dass bei den Energieerzeugungsanlagen erreicht man Energieeffizienz sehr oft zusammen mit einem anderen Effekt, nämlich einer Wirtschaftlichkeit, einer erhöhten durch Einsparung von Wartungskosten und so weiter. Da wir da im B2B-Bereich vor allem unterwegs sind, ist das unser Eintrittstor. Ja, das ist schon richtig. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich durch die Projekte, was Wärmenetze zum Beispiel angeht, oder wir sind auch in Projekten drin, wo KfW40 Plus ein Thema ist, wo durch unsere Plattform quasi die Transparenz geschaffen wird, der Nutzer auf den Energieverbrauch und da auch das Feedback herzustellen, wo wir dann quasi indirekt auch dazu beitragen. Aber es ist schon richtig, wir sind relativ stark auf der Erzeugerseite. Ja. Danke für die Einschätzung. Wir haben schon sehr spannende Fragen im Chat, auf die ich auch sehr gerne zurückkomme, weil das, glaube ich, für Sie alle spannend sein wird. Aber lassen Sie mich noch zumindest einmal die Runde abschließen, auch um noch Herrn Weibelzahl, Frau Ruhl gehört zu haben. Frau Ruhl, Sie sind ja schon eher stärker auf der Nachfrageseite unterwegs. Haben Sie den Eindruck, dass das eigentlich eher eine größere Challenge ist? Oder wie weit sind Sie umgekehrt möglicherweise auch auf der Angebotsseite unterwegs? Wie stark haben Sie letzten Endes auch so die Versorgungsseite Ihrer Kunden im Blick? Wenn ich das richtig mitnehme, sind es ja vorrangig Industrieunternehmen, die Sie als Hauptkundengruppe haben. Ja, also bei uns geht es tatsächlich ganz hauptsächlich um Energieeinsparung. Das ist unser Geschäft. Also wir verkaufen nicht Energie, wir sind kein Versorger. Eine kleine Überschneidung gibt es dann letztlich doch, weil natürlich KWK-Lösungen für viele Industriekunden interessant sind und die haben wir auch im Portfolio. Aber im Schwerpunkt geht es bei uns schon darum, die Prozesse in der Industrie effizienter zu gestalten. Also wirklich eine ganz klassische Energiedienstleistung. Danke für die Einschätzung. Herr Weibelzahl, ja. Sie möchte ich insofern fragen, weil Sie ein Stück weit das ja auch angetönt hatten, weil Sie schon sagten, naja, es ist irgendwie nicht so einfach, hinter den Zehner zu kommen. Und das Problem Zehner selber hatten Sie auch schon angesprochen. Ist das so eine generelle Wahrnehmung, dass Sie sagen, dass die Dienstleistungen hinter dem Zähler, also sprich Beeinflussung der Verbraucher, Verbraucherinnen nachfrageseitig, ist dann doch nochmal ein anderes Thema als eben die Lieferung von Energie oder die Optimierung von Energielieferungen vor dem Zähler? Also ich denke, dass es ein Riesenthema ist und dass wir da auch in Zukunft einiges davon hoffentlich positiv hören werden. Da gibt es noch einiges zu tun, aber vielleicht noch übergreifend. Ich glaube, auf der Nachfrageseite gibt es insgesamt viel zu tun. Wir haben viele Entwicklungen, das ganze Thema cross-sektorale Vernetzung, verschiedene Energieträger. Dann hatte ich vorhin das Thema Flexibilität schon angedeutet. Aus meiner Sicht, Effizienz ist extrem wichtig, aber wenn in Zeitpunkten, wo das Stromnetz sozusagen dankbar für wäre, dass ein Prozess vielleicht ineffizient läuft und mehr schluckt und dafür in anderen Zeitperioden die Prozesseffizienz dadurch gesteigert wird, dass man das intertemporal die Nachfrage shiftet. Ich glaube, da gibt es viele Komplexitäten, die einfach noch nicht final adressiert sind, wo wir auch noch viel forschen müssen und gemeinsam mit der Praxis Lösungen erarbeiten müssen. Und das von Ihnen angesprochene Thema hinter dem Zähler, also die Aktivierung von Anlagen,
und da entsprechende Anreizsetzungen, die derzeit noch gar nicht sichtbar sind. Ich glaube, da haben wir viele technologische Möglichkeiten und Ansätze, aber das muss einfach noch weitergehen und da werden wir mit Sicherheit auch, was ich gerade schon gesagt habe, gemeinsam dann hoffentlich die Aktivierung gelungen hinbekommen. Danke, Herr Weibelzahl. Ich habe hier noch eine direkte Rückmeldung. Ruhig, was it directly to this last question? Nee, die Meldung ist... Ja, maybe just to add on Professor Martin's point, it's important that the energy system has to be built, first of all, in an integrated fashion to achieve a very good energy efficiency in the operating phase. If we fail to basically interconnect the different energy systems in a sector coupled fashion, trying to achieve an energy efficiency is going to be like really difficult in the operating phase. I thought I would just add this point to whatever Professor said. Thank you, Rohit. Herr Börner, gerne. Vielleicht noch ein Punkt. Ich glaube, verschiedene Industriezweige und Branchen sind auch in unterschiedlichen Situationen. Also es gibt ja leider, muss man sagen, auch Industriezweige, wo ein Rückbau von verschiedenen Anlagen stattfindet. Und da ergeben sich natürlich ganz andere Freiheitsgrade, Fragen, als wenn ich eine Anlage neu konstruiere. Also auch in der Richtung wird es Themen geben, die man gemeinsam adressieren muss. Nur um nochmal ein weiteres Beispiel zu nennen, was, denke ich, den einen oder anderen bewegen wird. Danke noch für die ergänzende Einschätzung. Ich würde jetzt gerne mal in eine schon etwas abschließende Runde einbiegen und zwar auch mit etwas generelleren Fragen. Wir können vielleicht sogar auch momentan noch mal ein Stück weit die Folien ausblenden. Dann sehen wir uns auch tatsächlich besser bei der Diskussion. Vielen Dank. Also der... eher allgemeineren Fragen, die uns im Chat erreicht haben, die finde ich sehr spannend. Deswegen habe ich es mir auch ein bisschen jetzt eher für die Schlussrunde aufgehoben. Also das heißt, gut aufpassen, da werde ich Sie alle noch mal gerne hier zu einer Schlussrunde einladen. Und zwar eine spannende Frage kommt von Herrn Professor Plasetschak vom DIW. Der fragt, habt ihr Probleme mit dem Thema Fachkräfte? Also wie sieht es aus mit dem Recruiting? Herr Weibelzahl, fühlen sich auch gerne selbst angesprochen. Auch eine Uni muss ja gewissermaßen Fachkräfte recruiten oder ein Fraunhofer-Institut. Roy, it was just about the question of recruiting. Is it easy to get the people to build up a company? Und dann kommt auch eine sehr, sehr grundlegende Frage von Herrn Besser, der letzten Endes natürlich sich grundsätzlich fragt, wie Sie derzeit die Nachfragesituation empfinden. Haben Sie eher den Eindruck, Ihnen werden die Produkte aus der Hand gerissen? Ist es eine große Nachfrage oder haben Sie eher schon den Eindruck, dass da eine Skepsis überwiegt? Ich weiß, das kann sich durchaus sehr unterschiedlich auswirken. Aber ich denke mal, das ist sicherlich nochmal so eine Frage auch nach der generellen Stimmung. Und ich würde das tatsächlich auch gerne mal mit dem Punkt verbinden. Verbinden das ruhig gerne auch mit einer Bitte an die Politik. Wenn Sie haben sicherlich in unterschiedlichen Phasen, in denen Sie stehen, an bestimmten Stellen Unterstützung auch von öffentlichen Stellen nutzen können, möglicherweise aber auch nicht. Da weiß ich nicht jetzt, ob das auch auf Wilby zutrifft, weil Sie, Frau Ruhl, so hatte ich das mitgenommen, ja gewissermaßen schon ein Stück weit auch mit einem sehr, sehr mit reifen und starken Partnern in den deutschen Markt eingetreten sind, auch wenn das auch noch nicht so lange her ist, aber trotzdem ist natürlich da auch Ihre Einschätzung gefragt. Wie nehmen Sie die Gesamtsituation nach, im Sinne der Nachfrage nach Ihnen, nach Ihren Produkten? Und gibt es möglicherweise auch besondere Wünsche, die Sie da der Politik mit auf den Weg geben möchten? Rohit, I just
want to start beside the question of after the question after recruiting. It might be also the question, how do you feel is the general situation for your company, for your startup? Do you feel there's a hype about your products, or is it still easy, or is it still slowly? And what would you expect policy to do more, maybe, for the situation of companies like yours? Die erste Frage. Right now, it's easy for us to work with people. It's very easy to find people to work with us, because what we basically develop is purely software. And right now, we have Mitarbeiter who work from Egypt, who work from Poland, who work from different parts of the world. It's easy for us to work. Coming to the next question regarding the market, it's the German market is definitely is like the toughest because we have mehr als 1000 Stadtwerke, mehr als 1400 Energieversorger with Gas und Stromnetze. Every place there is it's differently operated, and the initiative to find a solution for stakeholders is not there. For example, I can tell you one case. We were with the Deutsche Energieagentur. They had the same question of the policies, but we don't have any trouble for companies like Engineers. Policy is not blocking us. The only thing that is blocking us is the mindset to basically change to digital solutions. So we switched from providing software to providing services. We said that we will provide you services, which will be easy for you to change, so you don't have to have switching cost. Then the question comes when there are like four stakeholders, Warmenetze, Stromnetze, erneuerbare Energie, etc. And somebody says, no, I am not going to go into ask the Stromnetze for the data because it's going to take time. I will not ask data. But the same case, when we work with Energiezentrum Gotland, they said that you don't worry, just tell me what data you want, I'll get it. And they did get it. So I think maybe a small change in mindset to just to try and to basically bring in information can go a long way, because I think with so many nice digitalization companies, we want to know how exactly to improve the existing workflow within the Stadtwerke and within the Energieversorger or the energy infrastructure anbieter, whoever it is. We will be able to provide them the best solution and save them a lot of cost. The only thing is that they just have to find a way to get a little bit of data and transparency be more active, because what Energeneers does is a web tool, and we were even ready to offer an on-premise software solution, which is actually bad for the customer, because they have to have an IT infrastructure to run it, and they have to give access to externals to basically operate their IT infrastructure. So we feel, at least from our point of view, it's not very interesting for them to change. So change is the only thing that never changes, but it does not want to change, at least here. But it's a bit different in Italy, it's a bit different in Sweden, it's a bit different in Finland. Thank you very much for this open and very interesting reflections about the German market. And we, of course, I think you touched the point. I heard that there is still a question of mindset, and we keep that in our mind. One more important point is that none of the energy networks, for example, the energy network Berlin-Brandenburg, the DENA, is legally prosecuted from promoting any solutions. They are only government agencies
who can help you by giving you advice, but they are not allowed to promote any of the solutions. That's true. Which is different from other countries. And there is a huge communication gap between the energy agency of Germany and the energy Versorger. Mm-hmm. So an interesting case is that the officials from DENA wrote like many emails to Berliner Stadtwerke saying that, hey, the solution comes from Fraunhofer, the solution comes from TU Berlin, try it out, it will be very helpful. No answer till today. Interesting experience. We have to keep that in mind. Seriously. Thank you. Right. Da mache ich jetzt einfach mal die Runde, und zwar jetzt mache ich einfach mal die Runde so in dem Uhrzeigersinn, so wie Sie bei mir auf dem Bildschirm sind. Das wissen Sie aber nicht. Aber die nächste in dieser Runde wäre Frau Ruhl. Ja, bitte mal Ihre Stellungnahme zu diesen drei Fragen. Ja, sehr gern. Das Produkt, das ich vorgestellt habe vorhin, also diese digitale Lösung, um die Antriebe effizienter zu gestalten, das ist mit Sicherheit nicht unser Hauptprodukt. Und das ist eher ein Produkt für einen Kunden, mit dem wir schon eine etablierte Zusammenarbeit haben, und man sagt, wäre das nicht auch noch was für euch? Das vielleicht auch vor dem Hintergrund, also wenn ich vielleicht auf das Beispiel von vorhin zurückkommen kann, die Leute meistens in der Industrie nicht nur eine schlecht eingestellte Bremse haben, auch gute deutsche Industrieunternehmen haben in vielen Fällen nicht mal aufgepumpte Reifen. Also man kann mit digitalen Lösungen bestimmt viel machen, aber es gibt noch einen riesen Berg an ganz undigitalen Dingen, den wir abarbeiten müssen. An wirklich Dingen, die einem bei einem ersten Besuch in einem Werk direkt ins Auge fallen. Und mit der Digitalisierung, wie gesagt, es gibt sehr schöne Lösungen, aber das ist der zweite oder dritte Schritt. Ja. Fachkräfte? Genau. Fachkräfte, würde ich mal als geht so zusammenfassen. Also natürlich bekommt man einen guten Ingenieur nicht geschenkt, aber man bekommt sie. Und ja, also im Moment funktioniert es eigentlich so ganz gut, kann ich so sagen. Allerdings operieren wir natürlich auch gemeinschaftlich mit unserem polnischen Mutterunternehmen. Das heißt, wir können Bedürfnisse dann auch einfach hin und her shiften. Also wenn uns die Leute fehlen, dann haben wir Mitarbeiter aus Polen bei uns und andersrum. Deswegen ist das bei uns nicht so ein super drängendes Problem. Ein tatsächlich drängendes Problem, was sich wahrscheinlich auch wirklich nur politisch lösen lässt, bin ich in den letzten Wochen und Monaten häufiger drüber gestolpert. Wir haben nämlich verstärkt internationale Kunden, also die nicht nur in einem europäischen Mitgliedsland, also nicht nur in Deutschland agieren, sondern die eben Produktionsstandorte in Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal, Rumänien, was auch immer haben. Und die natürlich für sich, für den ganzen Konzern eine integrierte Lösung suchen. Wenn ich dann gucke, dass ich natürlich auch die ganzen Verpflichtungen einhalten muss, also aus der Energieeffizienzrichtlinie für Pflichtaudits, und die natürlich auch für jeden dieser Standorte gelten, ich mir einen Energiedienstleister suchen muss, der im Prinzip alle diese Standorte bedienen kann europaweit, ich aber mich in jedem einzelnen EU-Mitgliedstaat, wie eben hier beim BAFA, dafür registrieren muss, teilweise mit Voraussetzungen, die man als Nicht-Staatsbürger gar nicht erfüllen kann, würde ich schon sagen, sind wir schon bei einem klassischen Fall von EU-Dienstleistungsfreiheit und bitte einmal umsetzen. Insbesondere, weil es ja sogar um eine europäische Regelung geht, also um das Pflichtaudit. Mhm. Das wäre wirklich wichtig. Also ohne eigene Tochtergesellschaften in gefühlt jedem zweiten EU-Mitgliedstaat kann man eigentlich die EU nicht bedienen als Energiedienstleister. Also es macht zumindest wenig Spaß. Okay, danke für die Einschätzung, auch für diese nachdrückliche Einschätzung. Sehr guter Punkt.
Gehen wir mal in den Südwesten. Herr Börner, ist es bei Ihnen mit den Fachkräften dann doch anders als bei uns im Nordosten oder da, wie jetzt Frau Ruhl, die ja im Wesentlichen jetzt in Sachsen-Anhalt tätig ist, in Kooperation mit einem polnischen Unternehmen? Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, ich glaube, wir als Unternehmen sind vielleicht in einer besonderen Situation. Also es ist hier im Südwesten schon, herrscht schon ziemlicher Fachkräftemangel, weil es einfach wird viel nachgefragt, sagen wir mal. Ja. Also es ist eine lebendige Wirtschaft da. Jetzt ist aber erstmal, sind wir stark vernetzt durch unsere Forschungsprojekte auch mit Universitäten und Hochschulen und Fraunhofer-Instituten. Und bei uns im Unternehmen laufen dann teilweise auch Bachelor- und Masterarbeiten und so wächst quasi der Nachwuchs intern ein bisschen mit nach, beziehungsweise wir haben eben aus Projekten dann von Kooperationspartnern Leute, die gerade fertig sind, die dann kommen wollen. Also so Nachwuchskräfte finden wir eigentlich ganz gut, aber das sind wir nicht repräsentativ, was die Gegend hier angeht. Ich glaube, was natürlich auch mit dazu kommt, ist, dass Leute das toll finden, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo es um Energieeffizienz, wir haben ja auch viele Projekte mit erneuerbaren Energien und dann halt Digitalisierung, künstliche Intelligenz geht. Ja, also es sind halt einfach hippe Themen auch. Und weil es so hippe Themen sind, haben wir auch wiederum relativ gute Möglichkeiten, das ist ja auch eine Frage, die aufgekommen ist, was jetzt Förderung angeht. Also wir sind in relativ vielen Kooperationsforschungsprojekten mit drin, wo es um Digitalisierung, um den Einsatz von künstlicher Intelligenz geht, bei der Datenauswertung und um Energieeffizienz eben. Auch zum Beispiel bei der Ertüchtigung von Bestandsanlagen, die in die Jahre gekommen sind. Also wir haben ein großes Projekt, wo es um alte PV-Anlagen geht. So Sachen. Vielleicht noch zu der einen Frage, was die Marktbearbeitung und die Marktaussichten angeht. Also wir spüren, dass es da ein riesiges Marktpotenzial gibt. Also der Bedarf ist auf jeden Fall vorhanden und es ist oft den Kunden auch bewusst. Es gibt aber jetzt so ein paar Hemmnisse, die es für uns schwer machen, dann schnell in Projekte reinzugehen. Und da kann ich mal ein, zwei nennen. Das eine ist, dass oft halt eine Datenanbindung erst noch hergestellt werden muss. Wenn Daten da sind, können wir als Softwareunternehmen sehr schnell damit umgehen. Aber wir sind jetzt nicht Anbieter von der Installation von der Infrastruktur. Da sind wir auch gerade auf der Suche nach Kooperationspartnern, dass wir da einfach gemeinsam auftreten. Ich denke, so müssen wir auch vorgehen, gerade was so die Diversifizierung im Markt zu tun hat. Rohit, du hast ja gesagt, mit den vielen Stadtwerken sind alles viele Einzelleute und da wollen wir einfach viel auch mit Beratungsunternehmen und mit Ingenieurbüros kooperieren, weil wir sind jetzt ja selbst eigentlich keine Energieberater. Wir sind ein Softwareunternehmen. Wir wollen ein Tool zur Verfügung stellen, mit dem man gut arbeiten kann. Danke für Ihre Einschätzung. Spannende Punkte und Stichworte, die wir mitgenommen haben. Herr Weibelzei, wollen Sie vielleicht noch die letzte Minute nutzen? Gerne. Vielleicht für eine kurze Einschätzung auch noch von Ihrer Seite. Also ich würde vielleicht zunächst mal zu dem Fachkräftethema. Wir an der Brücke Uni Fraunhofer sind dann natürlich in der Sondersituation, weil gerade in Covid-19 oder während Covid-19 natürlich die Bewerberlage, die jetzt sich für eine Promotion interessiert, sage ich jetzt mal im weiteren Sinn, da war die Option natürlich lukrativer geworden an der einen oder anderen Stelle. Das ist aber auf jeden Fall nicht nachhaltig. Klar, wäre ja auch schlimm, wenn es so wäre. Aber insgesamt, das Thema Energie wird von vielen Bewerbern als komplex wahrgenommen. Die anderen stehen komplett dahinter und sind extrem begeistert. Also das Thema polarisiert, glaube ich, auch bei etlichen, die sich dann in ihrer Zukunftswahl entscheiden wollen. Insgesamt würden wir noch mehr Leute einstellen, weil einfach die Projekte wachsen und die Themen immer mehr werden. Aber insgesamt würde ich sagen, wir kriegen gute Leute. Aussichten könnten noch etwas besser sein, aber im Schnitt passt.
Und zu dem zweiten Thema, was sollte die Politik tun? Ich glaube, was ich vorhin schon angedeutet hatte, das Thema Sicherheiten schaffen für Investitionen, für langfristige Transformationen, Dinge nicht auf die lange Bank schieben und mal abwarten, was irgendwie Brüssel, was andere tun oder eben nicht. Das ist aus meiner Sicht extrem wichtig, Perspektiven aufspannen und dadurch für Sicherheit schaffen, damit auch die Rahmenbedingungen klar sind für die zukünftige Reise in eine nachhaltige Zukunft. Super, vielen Dank, Herr Weibelzahl, auch für diese abschließende Einschätzung. Erstmal auch schon hier zwischendurch nochmal recht herzlichen Dank für den Input aus dem Chat. Herr Jochem, nehmen Sie es mir nicht übel, wir nehmen Ihre Anregung da durchaus sehr zur Kenntnis. Ich glaube, andere tun das auch, aber ich glaube, es ist jetzt nicht der Punkt, dass wir das nochmal aufgreifen müssen, sondern ich würde es gerne eigentlich jetzt wie folgt kurz zusammenbinden. Und zwar, ich fand es ganz interessant, wenn Sie Ihre Situation beschreiben und wir hatten nach den Fachkräften gefragt, nach dem Motto, wie ist jetzt das Umfeld, dass Sie auf der einen Seite, das finde ich jetzt durchaus positiv, so das war jetzt die Einschätzung von Ihnen, Herr Börner, zu sagen, eigentlich ist es ein hippes Thema und das ist wirklich mit ganz viel Potenzial verbunden. Das würde ich auch genauso wahrnehmen. Und das, was ich auch positiv wahrnehme, ist, dass Sie alle, so wie ich das rausgehört habe, extrem gut vernetzt sind. Also das sehe ich eigentlich, das kommt sicherlich auch ein Stück weit aus Ihrer Genese, teilweise jetzt noch stark an Hochschulen, Instituten angebunden. Das heißt eben, die Vernetzung, die funktioniert, würde ich mal so Zwischenfazit festhalten. Aber wie wir das auch rausgehört hatten von Rohit, der sagt dann schon so ein bisschen die Einschätzung, aber wir stoßen eigentlich in den Märkten auf der Nachfrageseite schon eben auch noch teilweise auf ein relativ träges Mindset, das erstmal bewegt werden muss, ein Stück weit in Bewegung gebracht werden muss. Dazu passt vielleicht auch das Bild von Herrn Börner, dass so ein bisschen manchmal der Speed fehlt oder allein schon manchmal möglicherweise auch der Zugang zu Infrastrukturen noch nicht optimal ist. Also das ist ein durchaus ganz, ganz interessantes Bild, was wir, glaube ich, alle erstmal ganz interessiert zur Kenntnis nehmen, weil letzten Endes wissen Sie ja auch, wir können uns natürlich die Kunden nicht schnitzen, sondern müssen natürlich auch genau mit den Kunden umgehen, die wir vorfinden. Aber ich finde es erstmal schon ganz klasse. Vielen Dank für Ihre Beiträge. Sie haben gezeigt, dass Sie da wirklich mit vielen Ideen unterwegs sind. Und ich bin mir sicher, dass Sie mit Ihren Ideen auch die Märkte entsprechend in Bewegung bringen, auch wenn Sie manchmal noch etwas träge erscheinen. Insofern ist das vielleicht die kurze Zusammenfassung, die ich mir an dieser Stelle erlauben möchte. Wir sind am Ende und schon ein Stück weit drüber hinaus. Ich möchte mich nicht nur bei Ihnen, bei allen Referentinnen und Referenten bedanken. Ich möchte mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die im Hintergrund auch intensiv an der Technik saßen. Herzlichen Dank, Silvia Malek. Ihr wart heute wenig sichtbar, aber es war umso wichtiger, dass ihr da wart. Und last not least natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank, dass Sie da so konstant bei uns geblieben sind. Und ich wünsche uns und Ihnen allen, dass wir uns dann nächstes Jahr wiedersehen. Und ehrlich gesagt, ich würde es mir natürlich am meisten wünschen, dass wir uns dann in einer Live-Veranstaltung wiedersehen und wir natürlich dann auch alle geimpft sind. Also, vielen Dank bis hier und dann wünsche ich Ihnen weiterhin gutes Wirken mit diesen gewonnenen Erkenntnissen. Wiederschauen.